Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Müller-Haul. Ich war nämlich tatsächlich nach, ich weiß es nicht, Monaten, Jahren mal wieder bei Müller. Es ist nichts super Spannendes geworden, nichts, was besonders fancy ist, sondern mehr so organisatorische Sachen. Aber ich nehme euch trotzdem mit. Ich habe am Ende ein paar Proben bekommen. Da habe ich mich am meisten drüber gefreut tatsächlich. Und genau. Ich würde sagen, wir starten. Ich habe die Tüte hier neben mir stehen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch, wenn ich die Sachen da raushole. Ich fange allerdings mit drei Sachen an, die ich nicht bei Müller gekauft habe. Die habe ich von Jawohl. Oder Jawohl. Und für alle, die das nicht kennen, das ist so ein, ja, so ein Krimskramsladen. Da gibt es halt Gartenzubehör und aber auch Lebensmittel ein paar. Da gibt es Deko und ja, sowas halt. Dort habe ich, wie es die Sucht von mir verlangt, diese Sticks gekauft, diese Ballersticks von Haribo. Und zwar eine Packung mit Raspberry und Blackberry, diese blauen. Und zwei Packungen mit Cherry. Und die liebe ich so sehr. Die sind so super lecker. Und ja, die mussten mit. Genau, dann kommen wir aber mal zu dem Müller-Kram. Da habe ich tatsächlich, wie gesagt, hauptsächlich so organisatorisches Küchen-Mutti-Haushaltskram gekauft. Einmal Backpapierzuschnitte durften mit. Ich habe neulich darüber nachgedacht, ob es vielleicht Sinn machen würde, mir so eine Rolle zu kaufen und keine Zuschnitte, weil man manchmal ja doch ein bisschen weniger braucht. Dann habe ich aber überlegt, ich könnte auch einfach so einen Zuschnitt noch ein bisschen kleiner schneiden. Und dann habe ich ja auch mehrere kleine, also mal gucken, das werde ich vielleicht mal machen. Das ist irgendwie ärgerlich, wenn man immer so einen ganzen Zuschnitt irgendwie verbraucht. Aber da denken wir noch drüber nach. Dann habe ich einmal so Mat mitgenommen. Das ist das All-in-One Extra. Relativ unspektakulär. Ich glaube, da gab es noch ein, zwei andere. Und eigentlich habe ich in letzter Zeit auch eher mal Finish genommen. Aber irgendwie, ja, habe ich das angesprochen. Da sind 25 Tabs drin. Ich habe, das ist hier schon offen, ich habe nämlich schon zwei Tabs rausgenommen. Ja, das brauchte ich einfach, weil ich mal wieder Geschirr brauchte, wie das immer so ist. Dann habe ich auch für den Geschirrspüler von Blink einmal Klarspüler mitgenommen. Und jetzt, wo ich das gerade so sehe, ich glaube, beim Netto oder beim Penny, oder bilde ich mir das ein? Ich meine, beim Netto oder beim Penny oder so habe ich diese Marke Blink auch schon mal gesehen. Naja. Ist auf jeden Fall der, den ich jetzt auch hatte. Der ist ganz okay. Kann man machen. Und deswegen durfte der einmal mit. Dann habe ich noch einmal Spüli mitgenommen. Auch von Blink. Das ist Spülmittel Balsam. Es gab auch ganz fancy Sorten und auch teure Sorten. Und ich mag das in letzter Zeit, glaube ich, ganz gerne, wenn das relativ neutral ist. Weil ich jetzt einige Sorten hatte, die so stark gerochen haben nach was Fruchtigem. Und wenn ich dann meine Pfanne irgendwie mal eben sauber mache und die danach benutzen möchte, ich spüle das natürlich nochmal dann aus, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass dieser Geruch noch in der Pfanne ist. Und dann habe ich lieber hier so einen Balsam, so einen sehr neutralen Geruch in der Pfanne, als so was Fruchtiges. Das ist irgendwie komisch. Ja, hier darf es fruchtig sein, hier darf es wild sein, das ist mir ganz egal. Feuchte Allzwecktücher. Auch von Blink. Lustigerweise ganz schön viel davon. Wasserlilie. Ja. Das gab, ich glaube, noch eine andere Sorte. Die war aber relativ lahm oder war so mit Zitrone oder so. Und dieses Wasserlilie sagt mir, also ich wüsste jetzt nicht, wonach das riecht. Beziehungsweise kann mir den Geruch dazu noch nicht vorstellen. Deswegen freue ich mich darauf, das auszuprobieren. Und ja. Wird wohl so sein, wie eine Packung feuchter Allzwecktücher halt so ist. Dann habe ich mir, jetzt wird's spannend, Stillanlagen gekauft. Und zwar von Lansino oder Lansino oder so. Da hat nämlich meine Hebamme mir empfohlen, dass ich die nehmen soll. Die haben hier noch so ein, wie nennt man denn das? Einen super saugfähigen Kern, wollen wir das so nennen. Genau, da sind 36 Stück drin. Haben irgendwie um die 3 Euro, glaube ich, gekostet, 3, 4 Euro. Also es gibt auch günstigere. Aber meine Hebamme sagte, dass die sehr gut sein sollen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann werde ich die mal ausprobieren. Entweder sind die wirklich gut und ich benutze sie weiter. Oder
ich weiß ja nicht, wie das Thema Stillen läuft, dass man vielleicht dann auch auf günstigere umsteigen kann oder sie vielleicht nicht braucht, keine Ahnung. Aber erstmal so zum Ausprobieren war mir das wichtig, dass das welche sind, wo auch jemand sagt, die sind gut. Dann habe ich noch einmal Packband oder ja, Klebeband. Hier steht einfach nur Klebeband. Das benutze ich halt, um Pakete einzupacken, mitgenommen. Unsers waren nämlich alle. Und ich habe hier dieses Durchsichtige genommen. Das finde ich sehr viel besser als das Braune. Weil man das halt auch nochmal irgendwo rüberkleben kann und dann trotzdem noch sehen kann, was da vielleicht drunter steht. Also, ich sag mal, wenn ihr einen Aufkleber oder so ein Adressetikett oder sowas ausdruckt und das halt festkleben müsst, dann kann man das mit dem, kann man das super drüber kleben und ja, mit dem anderen halt nicht so. Da muss man immer so außen rum und naja. Ich bin in letzter Zeit wieder einigermaßen häufig und viel auf Vinted unterwegs und verkaufe da auch einige Sachen. Und von daher ist es, ja, finde ich das immer wichtig, dass man auch was da hat, um das auch einzupacken ordentlich. Es soll schließlich auch alles komplett bei den Kunden ankommen oder bei den Käufern. Kunden gänzlich, sehr cool. Dann noch ein bisschen was zur Zahnhygiene. Wir haben hier einmal diese Interdentalbürsten. Die sind von, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Tepe, T-E-P-E, Tep, keine Ahnung, in Größe 0, das ist hier oben dies, das sind so, die haben eine, wie ich finde, ganz coole Form, man kann die festhalten und das ist nicht nur so was Kleines, wo man dann rumdoktoren muss, das sind halt die rosanen, da sind 6 Stück drin und die gibt es halt von der Größe 0 bis zur Größe 6, bis zur Größe 5, Entschuldigung. Und ja, ich habe sehr enge Zahnzwischenräume, deswegen brauche ich diese hier. Und die hat unser Zahnarzt auch, deswegen, wenn ich die mal sehe und die war noch ein bisschen reduziert, dann ja, kaufe ich die auch mal. Dann habe ich hier noch was in Sachen Zahn. Und zwar sind das hier diese Aufsteckbürsten. Das sind die Cross-Action-Bürsten, die grünen. 3 Stück sind da drin von Oral-B. Und die sind für den Mann, für seine elektrische Zahnbürste. Genau. So, und dann haben wir nur noch ein letztes Teil, was ich mir ausgesucht habe, mitgenommen habe. Weil die anderen Sachen gab es ja drauf zu. Und das sind Schnullis. Richtig süße Schnullis. Guck mal, einmal mit Tigger und einmal mit Winnie Pooh und Tigger. Ganz niedlich. Die sind von Nook. 0 bis 6 Monate. Sind in so einer kleinen, Zweierbox drin. Und ich weiß noch nicht. Also ich bin, wie soll ich das sagen, ich bin kein Feind von Schnullern. Das definitiv nicht. Also ich verteufel sie nicht. Ich bin aber auch niemand, der sagt, oh, man muss einem Kind unbedingt einen Schnuller in den Hals stecken, damit es ruhig ist. So, das auch nicht. Ich stehe da dem Ganzen relativ neutral gegenüber. Und ich kenne halt auch Kinder, bei denen das ein bisschen schwieriger war. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Bei denen das ein bisschen schwieriger war, den Schnuller wieder abzugöbeln. Da sind aber auch andere Sachen ein bisschen schwierig gewesen. Also das liegt, glaube ich, so ein bisschen auch an dem Kind. An der Art des Kindes, an der... ja, jedes Kind ist ja unterschiedlich. Und es gibt aber auch Kinder in meinem Umfeld, bei denen es super einfach war. Oder die vielleicht auch einfach gar keine Lust hatten auf den Schnuller. Vielleicht mal 1, 2, 3 Mal eingenommen haben und dann nicht mehr. Von daher... bin ich da ganz entspannt. Ich möchte nur halt gerne zumindest 2 Stück da haben, dass wenn der kleine Mann da ist und er hat das Bedürfnis, einen Schnuller zu haben und es macht ihn glücklich oder wie auch immer, dass ich dann auch wirklich einen da habe. So, und die fand ich süß und deswegen durften die mit. So, genug gerechtfertigt. So, und jetzt habe ich noch Proben bekommen. Ich habe 3 Stück bekommen und ich war mit meiner Mama da. Und meine Mama hat auch 3 Stück bekommen, aber sie wollte die gar nicht und hat schon, in dem Moment, wo sie die bekommen hat, hat sie schon so geguckt, so nach dem Motto, wo ist deine Tasche? Und ich habe meine Tasche schon aufgemacht, weil ich wusste, dass sie mir die geben wird. Ich habe das gerade mal ein bisschen sortiert. Ich glaube, wir haben aber die gleichen bekommen. Ist also nicht so spektakulär. Also ich habe 2-mal CK1. Das ist immer gut. Das ist... für Männer und für Frauen, für alle Lebewesen, wie, quer durchs Beet, ist das ein richtig geiler Duft. Und da freue ich mich sehr drüber. Ich werde dem Mann, glaube ich, nichts davon abgeben.
Dann gibt es zweimal Invictus von Paco Rabanne. Habe ich, glaube ich, so noch nicht gerochen. Na, schon riecht schon relativ männlich. Ich denke, ich werde es auch an mir einmal ausprobieren. Und wenn mir das zu männlich riecht, werde ich das dem Mann geben. Aber ich glaube, dass das ganz geil ist. Und das ist auf jeden Fall gut. Oh ja. Oh ja. Von Jean-Paul Gaultier Le Mal. Ich weiß, dass es geil ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn mein Schätzelein danach riecht. Sehr cool. Wie gesagt, auch zwei Stück. Natürlich wäre es auch cool gewesen, wenn ich sechs verschiedene gehabt hätte. Aber so hat man nochmal ein bisschen Nachschub und das finde ich sehr gut. Und sie hatte da einen ganz großen Behälter mit Proben und jeder hat Proben bekommen. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich vielleicht in nächster Zeit immer mal, wenn ich so Drogeriesachen habe, ob ich die dann einfach immer beim Müller besorge, damit ich dann jedes Mal die Proben bekomme. Ja, ein kleines Probenopfer. Aber ja, was man mitnehmen kann, das sollte man mitnehmen, ne? Das war's tatsächlich. Also ich habe nicht so viel gekauft. Es wird ein relativ kurzer Haul. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen, ja, auch mit mehr Beauty und Pflege und diesem ganzen Kram. Ich habe nämlich kaum noch Badezusätze und es gehen auch so zwei, drei andere Sachen alle, die ich alle noch irgendwie neu besorgen muss. Von daher, da wird auf jeden Fall noch was auf euch zukommen. Ich weiß nur noch nicht wann. Bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann tut es auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal.